Diese Frau entspricht wohl wahrlich der Vorstellung einer Amazone, entsprungen aus der griechischen Mythologie. Natalia Kuznetsova wurde 1991 in Russland geboren und ist heute Vollblut-Bodybuilderin. Mit nur 14 Jahren begann die Russin mit dem Kraftsport, damals noch mehr auf das Powerlifting fokussiert. Natalia sah natürlich nicht immer so aus wie heute. Damals, im Alter von 14 Jahren, wog sie lediglich 40 Kilogramm und wurde auch wegen ihrem dürren Aussehen oft gehänselt. 2008 bestritt Natalia dann ihren ersten Bodybuilding-Wettkampf, den Baikal Grand Prix Bodybuilding Champion. 2014 war wohl ihr erfolgreichstes Jahr im Powerlifting. In diesem Jahr konnte sie drei unglaubliche Weltrekorde im Kreuzheben, Bankdrücken und Armlifting aufstellen. 175 Kilogramm kann Natalia drücken und 240 Kilogramm kreuzheben. 2018 kam dann die Bodybuilding Pro Card zu ihren Erfolgen dazu. Beim IFBB WOS Romania Muscle Fest Amateur holte die Russin den Sieg. 2019 trat sie beim IFBB Romania Muscle Fest Pro Women's Bodybuilding an und wurde Zweiter. Mit einer Körpergröße von 1,70 Meter wiegt die Russin heute 102 Kilogramm. Wirkt das Gewicht schon beachtlich, so lassen ihre Umfänge jeden männlichen Hobbysportler und viele Amateursportler von Neid erblassen. Ihr Oberarmumfang liegt bei 48 cm, ihr Brustumfang misst 130 cm, ihr Oberschenkelumfang misst 71 cm und ihre Taille misst 70 cm. Schauen wir uns zum Vergleich die Umfänge von Steve Reeves an. Auf einer Körpergröße von 1,85 Meter wog er zu seinen besten Zeiten 102 Kilogramm. Er hatte einen Oberarmumfang von 47 cm, einen Brustumfang von 132 cm, eine Taille von 73 cm und einen Oberschenkelumfang von 66 cm. Dass Natalias Werte für eine Frau natural nicht zu erreichen sind, ist wohl unumstritten. Für ihren Körper hilft sie ganz klar nach. Zu ihrem Stack gehören laut eigenen Aussagen vorrangig die anabolen Steroide Methenolon und Oxandrolon. Geld verdient die 28-Jährige neben ihren Wettkämpfen auch mit Personal Trainings. Zudem ist sie mit über einer halben Million Follower ein echter Instagram-Star geworden. Nebenbei hat Natalia auch ein Engagement am Bolschoi Theater in Moskau, wo sie ihre Muskeln zur Schau stellt. Wir dürfen noch gespannt sein, was wir in Zukunft noch alles über die Russin hören werden. Do it! Do it! Come on! Come on!